Lasst uns heute mal über drei erotische Fantasien von Frauen sprechen, die sie nie zugeben würden. Das ist ein Aufklärungsvideo. Willkommen zurück, liebe Freunde. Heute beschäftigen wir uns mal mit den verborgenen Fantasien von Frauen. Insbesondere mit solchen, die als eher unkonventionell oder tabu gelten und die man eher nicht erwähnen oder zugeben würde. Weil man möchte ja nicht als unnormal oder unschicklich oder schräg angesehen werden. Als Schaum behält man sie vielleicht lieber für sich. Ich möchte sie euch anhand von Literatur erklären, anhand von drei sehr bekannten Büchern. Ich habe alle drei gelesen. Und sie beinhalten einige dieser drei weiblichen Fantasien und darum werden sie von vielen Frauen als inspirierend und ansprechend empfunden. Natürlich nicht von allen Frauen, ich will hier nicht pauschalisieren. Auch nicht alle Frauen haben diese Fantasien. Fantasien sind sehr individuell. Ziel des Videos ist, wie gesagt, Aufklärung, um ein besseres Verständnis für die Komplexität weiblicher Fantasien zu schaffen. Und es ist ein sensibles und intimes Thema. Ich bitte euch um Sensibilität in den Kommentaren. Und weil der Algorithmus sehr prüde ist, werde ich für das Wort mit den drei Buchstaben, wie gewohnt, Buchhaltung sagen. Ich werde euch zuerst kurz erzählen, worum es im jeweiligen Buch geht, dann fasse ich die dargestellten Fantasien zusammen und dann erkläre ich, warum viele Frauen sie ansprechend finden. Und ganz wichtig, Fantasien sind nicht Realität. Zuerst ein Buch, von dem ihr bestimmt gehört habt. 50 Shades of Grey von E.L. James wurde auch verfilmt. Ja, als es erschienen ist, hat es in der breiten Öffentlichkeit riesige Diskussionen über buchhalterische Fantasien und Vorlieben angeregt. Der Mainstream hat wohl, ja, wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig über gewisse Praktiken gesprochen. Es geht um Praktiken, die ich jetzt hier bei YouTube nicht nennen kann, aber sie involvieren Unterwerfungs- und Dominanz- und ähnliche Spiele. Es geht darin um eine schüchterne, unerfahrene Studentin und um Christian Grey, einen attraktiven und reichen Geschäftsmann mit einer geheimnisvollen und dominanten Persönlichkeit. Ja, 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 da ist viel Kitsch drin. Darum gefällt es ja auch vielen Frauen. Jedenfalls, die beiden lernen sich kennen und sie ist fasziniert von ihm, aber auch unsicher. Er führt sie in seine Welt von eben diesen bestimmten Praktiken ein und sie ist hin und her gerissen zwischen ihrer Zuneigung zu ihm und ihrem Unbehagen eben gegenüber diesen Vorlieben. Aber zwischen den beiden besteht trotz allem Vertrauen. Ja, er, der geheimnisvolle Typ, übernimmt die dominante Rolle, sie, die unerfahrene Studentin, unterwirft sich ihm. Es ist eigentlich der Klassiker. Und viele Frauen finden daran ansprechend, die Kontrolle abzugeben und sich dem Mann hinzugeben. Ein Grund ist, weil sie oft im Alltag in Kontrolle und stark sein müssen, sei es beruflich oder familiär. Und die Möglichkeit, sich in der Fantasie einem dominanten Partner zu unterwerfen, die kann eine Form der Entlastung sein. Also sie geben die Verantwortung ab und verlassen sich ganz auf seine Führung. Aus der weiblichen Perspektive heißt ja Loslassen auch, dass sie sich in eine verletzliche Position begibt. Und das geht nur, wenn sie ihm vertraut und sich mit ihm sicher fühlt. Es gibt wissenschaftliche Studien, die besagen, dass bis zu 60% der Frauen davon fantasieren, bei der Buchhaltung dominiert zu werden. Das Spiel mit Macht und Kontrolle in einer sicheren und kontrollierten Umgebung wie der Fantasie, das kann aufregend sein. Frauen laufen dabei nicht Gefahr, je die Kontrolle zu verlieren. Vielleicht habt ihr schon von diesem Roman gehört, Justine von Marquis de Sade von 1791. Er wird oft als Klassiker der Literatur betrachtet, insbesondere innerhalb der Bereiche der erotischen und der philosophischen Literatur. Das Buch setzt sich mit Moral auseinander, mit Macht, mit Religion, Verführung. De Sade kritisiert die Doppelmoral der Gesellschaft. Er nutzt die Leiden der Protagonistin, um die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf Tugend und der Realität menschlicher Perversion und Grausamkeit aufzuzeigen. Also moralische und gesellschaftliche Normen existieren hier nicht. Den Roman finden viele Leute abstoßend und er ist berüchtigt für seine schockierenden Darstellungen von Gewalt und buchhalterischer Gewalt. Es gibt viele ins Detail beschriebene Obszönitäten. Und darum wurde es auch zeitweise zensiert, was natürlich seiner Bekanntheit geholfen hat. Der Inhalt. Es geht um eine junge Frau, Justine. Sie ist sehr tugendhaft und religiös und sie erlebt diese tragischen und grausamen Dinge. Oft gerät sie in Situationen, in denen sie von Autoritätspersonen, die Macht über sie ausüben, in erotische oder unterwürfige Positionen gebracht wird. Und auch hier ganz wichtig muss man berücksichtigen, dass wir nie von allen Frauen sprechen. Justine von Marquis de Sade wird von vielen Frauen nicht als Quelle der buchhalterischen Anziehung und der Fantasien gesehen. Vor allem, wenn eine Frau in der Vergangenheit vielleicht etwas erlebt hat, das alarmierend oder schrecklich gewesen ist, sind die im Buch beschriebenen Szenen wahrscheinlich keine ihrer Fantasien. Es gibt aber mehrere Gründe, warum Justine trotz seiner obszönen und verstörenden Szenen und auch frauenverachtenden Inhalten von manchen Frauen als Quelle für Fantasien herangezogen wird. Wie gesagt, Justine wird oft von Leuten, die Macht über sie ausüben, in
erotische Positionen gebracht, sei es jetzt durch verbale Befehle, körperliche Dominanz oder andere Formen. Ein Beispiel dafür ist ein dominanter Mann, der ihr befiehlt, sich ihm unterwürfig zu zeigen und zu gehorchen. Sie ist dann gezwungen, ihre Bedürfnisse zurückzustellen und sich seiner Autorität zu fügen. Ja, und der wesentliche Unterschied zum vorherigen Buch 50 Shades ist, dass in Justine die Personen oft nicht nur buchhalterische Macht ausüben, sondern auch Autorität verkörpern. In 50 Shades entwickelt sich eine romantische Beziehung zwischen den beiden. Sie kommen zwar aus einer anderen Welt, sind aber auf Augenhöhe. Sie entwickelt Gefühle für ihn. Justine hat keine romantische oder emotionale Bindung zu ihren Peinigern. Ja, und diese Komplexität und die Extreme, also diese Intensität der Höhen und Tiefen, die können für manche Frauen eine starke Anziehungskraft haben. In ihrer Fantasie bietet das die Möglichkeit, Tabu zu brechen und tief in die Grenzen von Macht und Unterwerfung einzutauchen, ohne tatsächlich die Kontrolle zu verlieren oder ernsthaften Schaden zu nehmen. Einige Frauen finden es halt spannend, Fantasien zu haben, die anders sind als das, was die Gesellschaft erwartet. Es ist wie eine Möglichkeit, radikal neue Ideen zu erforschen und sich frei zu fühlen, ohne tatsächlich etwas zu tun. Also diese Fantasien bieten einen sicheren Raum. Buch Nummer 3, das Frauenfantasien anregt. Das buchhalterische Leben der Catherine M. Das ist ein autobiografisches Buch, ein Porträt der französischen Schriftstellerin Catherine Millet von 2001. Es ist eine ungeschönte und detaillierte Darstellung von ihren buchhalterischen Erfahrungen. Und ja, es bricht auch Tabus zur weiblichen Buchhaltung, darum hat es hohe Wellen geschlagen über die literarische Welt hinaus. Inhalt. Catherine M., die Protagonistin und die Autorin, ist Teil der Pariser Kunstszene und in dieser erlebt sie allerlei Abenteuer, die sie aus der psychischen und emotionalen Perspektive erzählt. Es geht um die weibliche buchhalterische Freiheit, Selbstbestimmung und auch Erforschung ohne moralische Bewertungen oder Einschränkungen. Sie beschreibt beispielsweise eine Szene, in der sie in einem Raum ist und mehrere fremde Männer nacheinander mit ihr schlafen, in gegenseitigem Einverständnis. Ja, die Fantasie, mit fremden Männern zu schlafen oder mit einem Fremden, ist für viele Frauen eine verbreitete Fantasie. Zum einen bietet die Vorstellung von Anonymität eine Flucht aus dem Alltag und eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, ohne die Verpflichtungen einer etablierten Beziehung. Das Unbekannte und das Fremde in solchen Situationen repräsentiert ja oft eine Art von Geheimnis und Freiheit und Abenteuer, das besonders erregend sein kann. Zweitens kann das Ansprechende daran auch aus dem Gefühl des Benutztwerdens kommen. In solchen Szenarien kann die Frau ihre Kontrolle abgeben und sich voll und ganz auf die Lust und die Begierde des Partners oder der Partner einlassen, ähnlich wie bei Buch 1. Drittens kann sie sich damit in eine Rolle der Verführung begeben, die in der Realität oft als Tabu oder als unangemessen gesehen wird, oder zumindest manchmal. Also das Spiel mit dem Verbotenen und der Grenzüberschreitung kann eine tiefere emotionale und psychologische Reaktion hervorrufen, die buchhalterische Erregung verstärkt. Man kann all diese Fantasien so interpretieren, dass viele Frauen in ihrer Fantasie von Dingen gefesselt sind, die sie sich selbst nicht auszuprobieren trauen und die sie im echten Leben auch nicht wollen. Es geht oft auch darum, in andere Rollen zu schlüpfen in einer spannenden Geschichte, bei der man selbst bestimmt, was passiert und was nicht. Also die Frau kann in ihrem Kopf mit dem Mann oder mit den Männern spielen und sie führen sie gedanklich alles Mögliche machen lassen. Fantasien erlauben Frauen, in eine Welt einzutauchen und Dinge zu erforschen, ohne sie ausleben zu müssen, ohne tatsächliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Und diese literarische Freiheit kann als befreiend und als inspirierend empfunden werden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben in die Vielfalt und Komplexität weiblicher Fantasien und warum bestimmte literarische Werke eine solche Anziehungskraft ausüben können. Danke fürs Zuschauen, auf ganz bald, macht's gut und tschüss!